Förderverein Goldenstädter Moor hat sich auf die Fahne geschrieben, Moor erleben, Moor schützen. Weil Moor eigentlich eine Region ist, die früher hier zu unserer Landschaft dazugehört hat, aber mittlerweile ist sie fast komplett von der Landkarte verschwunden. Und es ist jetzt halt so, dass man die Flächen nicht einfach nur in Ruhe lassen kann. Man muss sie abbauen, denn eine andere Chance hat man nicht, die Moore wieder aufzubauen. Man muss ein Niveau schaffen, um dann das Ganze von unten neu wieder aufzustocken. Deswegen ist auch die Torfindustrie im Moment noch in der Lage, darf sie halt hier den Torf noch abbauen, aber auf maximal 50 cm Höhe, denn diese Höhe braucht man später, um dann eben das Moor wieder entstehen zu lassen. Aber das Moor wächst ganz furchtbar langsam. Wir haben, bevor die Menschen die Moore hier betreten haben, Torfmächtigkeiten von 5, teilweise sogar 8 Metern gehabt. Und wenn man überlegt, durch das Torfmoos, das ist der hauptsächliche Torfbilder, so heißt er, das hinterlässt eine Spur von ungefähr 1 Millimeter im Jahr. Und dieser 1 Millimeter entspricht dann auch dem Moorwachstum eines Jahres. So kann man sich ganz leicht ausrechnen, rein theoretisch muss es 5 beziehungsweise vielleicht sogar 8000 Jahre dauern, bis das Moor wieder so aussieht, wie es unsere Ahnen einmal gesehen haben. Das Naturschutz- und Informationszentrum ist mittlerweile Anlaufpunkt geworden für junge und jung gebliebene Gäste, die bei uns mit der Moorbahn fahren können. Die Schüler können bei uns Schulprogramme absolvieren. Man kann bei uns auf dem Gelände sich aufhalten. Kinder können dort toben. Man kann über die Indianerbrücke hangeln, durch den Barfußpfad stapfen. Und wenn die Kinder halt den ganzen Tag bei uns unterwegs sind, können die Eltern währenddessen bei uns auf der Terrasse sitzen, gemütlich die Seele baumeln lassen und Buchweizen-Spezialitäten zu sich nehmen.